Da waren ja sehr viele Zufälle angesprochen, gerade in der Rede von Fridu. Das Löwenbild zum Beispiel, als ich wusste, hier gibt es eine Sitzung mit ganz schlechten, für mich provozierenden Themen, habe ich mir einfach aus einem Kalender ein Löwenbildnis genommen und vor mich hingelegt und ganz stur immer drauf geguckt, auf die Mähne des Löwenmännchens, und wusste, als Löwe würde man nie auf die Palme gehen. Ich habe jetzt in einem Interview gesagt, auf die Frage hin, was wird Ihnen als Wesentliches fehlen? Und da habe ich gesagt, ich wusste nicht aus der Fülle, was ich jetzt nun vortragen sollte, aber ich habe dann gesagt, vor allen Dingen diese staunenden Kinderaugen. Von Kindern und Jugendlichen kann man ja viel lernen. Ich habe noch gut in Erinnerung an eine Stelle eines Textes, der Erklärung bedurfte. Ein Solist hatte mal ein Rezitativ zu singen, und da kam das Wort Wollussalz vor. Die Sprache der Bachzeit ist ja sehr speziell. Und ich habe nicht gesagt, das ist jetzt Folgendes, sondern ich habe wie meistens nicht nach der Liebe gefragt, sondern ich habe gefragt, was ist das? Und der Knabe zuckte mit den Schultern. Und ich habe dann nicht gesagt, es ist jetzt Folgendes, sondern ich habe gesagt, bis morgen weiß er das. Und als dann morgen herankam, war eine Probe mit Chor und Orchester, und vor diesem Auditorium habe ich gefragt, na, was ist nun? Und er hatte offensichtlich mit seiner Mutter zusammen dran gearbeitet und sagte also, wie aus der Pistole geschossen, Salz ist nützlich, wenn man es aber zu viel nimmt, schädlich, und Wollust wahrscheinlich auch. Besser kann man es gar nicht erklären. Ich danke euch, Thomason, für das lebendig Erhalten dieser großen Tradition. Der Kirchenvater, der auch in der Geschichte des Chores eine wichtige Rolle gespielt hat, Augustinus, hat es am besten ausgedrückt, worum es mir in all den Jahren meiner Tätigkeit ging. Singen soll die Stimme. Singen soll das Leben. Singen sollen die Taten. Dass ich damit auch Kontroversen mit meinem Arbeitgeber, der Stadt Leipzig, zu bestehen hatte, sei hier nur erwähnt. Aber ich will heute nicht nur zurückschauen, vielmehr will ich auf das verweisen, was ich vorhabe. Noch heute, am Tage des Abschieds, gründe ich ein neues Chorensemble, das unter dem Namen Leipziger Bach-Solisten neben Werken des großen Thomaskantors auch neue Musik aufführen wird. Das Gründungskonzert findet bereits am Sonntag, dem 21.06. um 17 Uhr in Tröglitz statt. Jenem Ort, wo ein Zeichen der Mitmenschlichkeit dem Fremdenhass entgegengesetzt werden soll. Schließlich ist da noch die Stimme,
die nicht verstummen soll. Und das wünsche ich uns allen, dass wir unsere Stimme erheben, zum kritischen Auseinandersetzen mit dem Wort und dem Wort auch Taten folgen lassen. So wünsche ich uns allen, die an dieser großen Tradition mitwirken, Gottes Segen.